zweites Playoff-Match für die Euro 2016. Als Simulation gibt es jetzt Schweden gegen Dänemark. Das Hinspiel in Schweden und das Rückspiel in Dänemark. Bei mir. Also beides in einem Video. Wie schon Ungarn gegen Norwegen, wo sich Norwegen nach einer spektakulären Verlängerung oder nach einem spektakulären Rückspiel durchsetzte. So, das ist eigentlich ganz klar, wer hier wie aufläuft. Ja, schauen wir uns nochmal die Spieleinstellungen an. Ich werde das natürlich wieder sehr dynamisch kommentieren. So wie ihr es von mir kennt. Forest Park Stadion, das geht schon. Wir haben leider kein Stadion in Schweden. Allerdings die Uhrzeit, die stimmt nicht ganz, beziehungsweise es ist 20.45 Uhr und das Hinspiel findet am 14. November statt und wird auf RTL Nitro wie das Rückspiel von Ungarn gegen Schweden im Fernsehen übertragen. Hier machen wir es mal ein bisschen anders. Wir sind jetzt hier in Schweden und dann machen wir es heiter. Heiter? Ne, wir machen es mit Regen. Ihr seht es zwar jetzt wahrscheinlich nicht so gut. Ja, aber lasst uns ein Spiel spielen. Okay, ich lasse es jetzt mal so, wie es ist. Eigentlich hätte ich jetzt auf die Toilette gehen können, aber egal. Ja, die Regeln sind die gleichen wie im Spiel Norwegen gegen Ungarn. Die anderen beiden Partien kann ich leider nicht simulieren, weil mir die Mannschaften fehlen. Und die bekomme ich nur durch den EEP. Ibrahimovic kennt ja jeder von PSG. Der soll seine Mannschaft jetzt zum großen Ziel schießen. Zur Europameisterschaft in Frankreich, wo er ja auch spielt. Das ist sehr gut. Und der ging auch rein. Ist das nicht toll? Ist das nicht toll? Ich finde das toll. So, es ist... Okay, man sieht den Regen schon. Und das sind nicht unsere Kommentatoren. Denn ich bin wie immer der Kommentator, wie er mich erkennt. Da luftet sie auf. Es gibt die Nationalhymne. Wenn ich Schwedisch verstehen könnte, wüsste ich, was da steht. So, die dänischen Fans. Danish Dynamite. Wie man es so schön nennt. Oder Danish Dynamite, ich weiß nicht. Ich meine Danish, weil Danish ist ja die Apfeltasche oder der Quarkkuchen. So, hier die Aufstellung von Schweden. Und auf der anderen Seite direkt gegenübergestellt Dänemark. Diese Aufstellung mit sehr komischen Trikots. Zebras? Na gut, ich will mich da gar nicht länger mit einmischen. Startet das Spiel. So, und hier haben wir jetzt einen Österreicher. Österreicher schon qualifiziert, das finde ich sehr schön. So, nun gibt es ein Derby. Ein skandinavisches Derby. Finnland hat es ja leider nicht geschafft. Ist ganz knapp daran gescheitert, sich für die Playoffs zu qualifizieren. Obwohl sie eine gute Qualifikation gespielt haben, aber bei denen ist halt Eishockey lieber wichtiger. Eigentlich auch bei den beiden. Aber Dänemark hat ja schon mal die Europameisterschaft gewonnen und hat es knapp verpasst, sich vor Albanien für das große Turnier zu qualifizieren.
In der Friends Arena findet das Ganze ja statt. In Solna. Eigentlich, weil das ist ja eine andere Arena hier. Und Schweden macht gleich richtig Druck. Denn auch sie haben nur knapp die Qualifikation verpasst. Haben sich leider gegen Österreich und gegen Russland zu viel erlauben lassen. Da hat die direkte Qualifikation dann doch nicht gereicht. So, was sehen wir hier? Auch eine Partie, die man noch nicht beschreiben kann. Braucht halt alles ein bisschen. Denn wer gedacht hat, das Ganze wird hier so klar, der scheint anscheinend zu irren. Also ich mach's ja wie immer so, oder wie ich es schon beim letzten, oder wie ich es schon bei der letzten Simulation machen werde, dass ich die echten Ergebnisse dann in die Kommentare reinschreibe und nicht in die Infobox. In der Infobox stehen alle Daten zum Spiel, weil das Hinspiel findet ja am 14. statt und das Rückspiel am 17. Das sind die letzten paar Playoff-Partien. Und es gibt einen Freistoß. Der übers Tor ging. Aber es ist ja noch früh am Abend. Und man hat ja schon gesehen, dass nach einem Hinspiel noch lange nichts entschieden ist. Da ärgert man sich, gell? Also es gilt hier auch die Auswärtstorregel, die schlussendlich... Norwegen hat dadurch keinen Vorteil bezogen, aber hätte Ungarn noch ein Tor geschossen, dann wären sie trotzdem weiter gewesen. Und so wird es auch hier sein. Also ich erkläre es nochmal gerne, da ich das nicht oft erkläre. Sollte Schweden jetzt hier 1-0 gewinnen und oder 2-1 gewinnen und Dänemark zu Hause 1-0 gewinnen, dann kommt Dänemark weiter. Dänemark hat die meisten Auswärtstore erzielt. Selbes gilt andersrum. Ah, der bekannteste der gesamten Truppe. Ja, Schweden sind ja oft in Playoffs vertreten, haben ja auch, waren ja auch 2014 in den WM-Playoffs, haben da aber, glaube ich, gegen Portugal versagt. Also es ist ein etwas längerer Fußballabend für mich heute Abend, müsst ihr verstehen. Da ich ja schon bekanntlicherweise auch eine Bundesliga-Partie aufgenommen habe. Ja, da gibt es eigentlich nicht so sonderlich viel zu sagen. Ich habe einfach keine Themen, über die ich reden kann. Meine Meinung zu RTL Nitro, zu der ganzen Übertragungssache, habe ich ja schon in meinem letzten Part preisgegeben. Und ich sage Part. Denn Simulation ist mir zu blöd. Muss ich mich zu sehr dran gewöhnen. Aber jetzt sieht man den Regen nicht mehr so gut. Man sieht zwar, dass das Feld nass ist an den Spuren der Spieler.
Und kein Tor. Wir sehen noch kein Tor. Auch wenn das Spiel die Qualität hätte, eins uns vorzuführen. Ich meine, wir spielen hier immerhin auf Profi. Da sehen wir nochmal die umstrittene Szene. Ja, auf so einem rutschigen Feld fliegt man schon mal hin. Ach so, es gibt einen Elfmeter. Es gibt einen Elfmeter für Dänemark. Das und Dänemark hat den Auswärtstreffer erzielt. Den sehr wichtigen Auswärtstreffer. Gut, man spricht ja beinahe dieselbe Sprache. Aber trotzdem, es ist die Auswärtstorregel. Mehr oder weniger. So, jetzt ist Dänemark aktuell in Frankreich. Durch einen Elfmeter. Das war ja auch die ganz große Entscheidung in den letzten paar Minuten des Spiels Ungarn gegen Norwegen. Da hat Norwegen durch einen Elfmeter das Spiel nochmal in die Verlängerung gerettet. So, und jetzt haben wir schon ein Tor. Das heißt, selbst würde Schweden in diesem Spiel ein Tor schießen und die nächste Partie torlos ausgehen, würde Dänemark weiterkommen. Also, Dänemark kann jetzt erstmal beruhigt bleiben. Selbst wenn sie ein Tor kassieren. Es gibt 5 Minuten oben drauf. Und hier sehen wir nochmal den Ballbesitz. Der liegt ganz klar bei Dänemark. Das ist erstaunlich. Dänemark scheint anscheinend auf diesem rutschigen Feld besser klar zu kommen. Die Schweden fühlen sich nicht ganz zu Hause. Doch wir haben ja nochmal eine ganze Halbzeit. Ganze 45 Minuten. Dass sich das vielleicht doch noch ändert. Auf jeden Fall, die dänischen Fans sind eingestimmt. Ob man da einen Masterplan hatte, das weiß man nicht. So, zur Halbzeit. Zwischen der schwedischen Nationalmannschaft und der aus Dänemark steht es 1:0 für Dänemark. So, der Ballbesitz hat sich nochmal etwas verändert, aber ist schon deutlicher als bei Ungarn gegen Norwegen. So, es gab nur einen einzigen Schuss aufs Tor und das war genau der Elfmeter. So, vielleicht gibt es noch mehr Standardsituationen. Wir wollen aber schon ein paar Situationen aus dem Spiel sehen, die zum Tor führen. Jetzt geht das Spiel in die andere Richtung. Das sieht nach einer sehr guten Chance aus, aber Dänemark weiß sich zu helfen. So, das war eine Abseitsposition. Man weiß es nicht so genau. Also bei FIFA 15 ist das immer das große Problem. Oder wahrscheinlich ist der Ball einfach nur uns ausgerollt. Das ist wahrscheinlicher. Bei der Szene, die wir aktuell sehen. Das ist ein Herumgewühle.
Ja, hoffentlich geht das nicht noch schlimmer aus für Schweden. Man muss aktuell wirklich alles tun, denn dieser Elfmeter war unglücklich. Okay, das war eine der klaren Situationen. Der Ball war zu langsam und nicht gut gezielt. Daraufhin gibt es eine Ecke. Schweden steht nicht ganz so günstig. Und die Situation ist wieder geklärt. Die rutschen sich gegenseitig entgegen. Es ist halt sehr rutschig. Und das war eine Abseitsposition. Wollen wir uns das nochmal ansehen? Ja. Nicht so schnell laufen. Aber ein 2 zu 0 wäre für Schweden sehr fatal. Das heißt, sie müssen im Rückspiel mindestens 3 Tore schießen. Selbst dann sollten sie hier mit einem 2 zu 1 wegfahren. Also die günstigste Situation für Schweden wäre ein 1 zu 1. Okay, ich nehme jetzt komischerweise meine Brille ab. Wahrscheinlich als Ersatz für den Hut, den ich vor diesen Leistungen hier ziehe. So, der Ball muss noch gut gepasst werden oder gut geflankt werden. Und ja, das war gerade ein sehr großer Tumult. Dann versuchen wir es über die andere Seite. Da muss man halt ein bisschen weiter weg. Und schon ist der Ball wieder im Besitz der Dänen, die das sehr gut machen. Die präsentieren sich hier super. So, sind noch knapp eine Viertelstunde hier zu spielen. Und dann geht's nach Dänemark. Oder halt das, was Dänemark darstellen soll. So, man sieht nichts, aber der Torwart, der hat das Ganze souverän gelöst. So, das sieht gut aus für Dänemark. Aber der Ball, der wurde abgewehrt. Also aktuell ist es sehr dramatisch hier. Denn im Gegensatz zu Norwegen ist Schweden dann doch sehr hilflos. Und das wäre beinahe das 2 zu 0 gewesen. Doch der Torwart klärt das Ganze. Sind auch alles viel zu Wikingerartige Namen, die man sich hier merken muss. Da spricht man lieber von denen.
von den Positionen. So, Dänemark versucht nach vorne zu kommen, sie kommen allerdings nicht mehr nach vorne. Sie können sich allerdings mit dem 1:0 sehr zufrieden fühlen, selbst mit einem 1:1. Wären sie erstmal außer Gefahr. Doch lieber erzielen die Schweden das Tor in Dänemark als hier. Und das war es auf jeden Fall aus Schweden. Aus Solna. Das haben die Dänen gut gemacht. Wahrscheinlich liegt es wirklich an dem Regen. Der tut manchen Mannschaften einfach nicht gut. So, dann beenden wir das Ganze. Werden vom Server getrennt. Und es geht weiter. Und zwar aus Dänemark. Ich glaube in Kopenhagen. Im Stadion des Eurovision Song Contest 2001. Im Parkenstadion. Nee. Eigentlich ja international. Und zwar dieses Mal mit Schweden. Drehen wir den Spieß doch um. So, heim und auswärts. Boah, das Auswärtsdress von Schweden sieht aber gut aus. So, dieses Mal stellen wir das Ganze ein bisschen um. Waldstadion. Wirklich? Ja, okay. Und dieses Mal regnet es nicht. Dieses Mal ist es heiter. Oder bewölkt. Ne, wir machen mal heiter. Ja, ansonsten. Alles okay so. Ist es. Hat es jetzt gespeichert? Ja, heiter. Ja, ja, ja. Also spielen wir. Schweden braucht ein 1:0, um sich in die Verlängerung zu retten. Wie Norwegen, aber das hat auch geklappt. Wenn auch per Elfmeterschießen. So, dieses Mal haben wir einen Dänen. Das klappt bei mir nicht so recht. Aber das klappt. Ich bin so genial. Nicht. Jetzt gibt's echten Profifußball hier aus der dänischen Hauptstadt, denke ich mal. Wo soll es denn bitte schön sonst stattfinden? Auch wenn es nicht das Stadion ist, sondern es ist die Commerzbank Arena. Auch wenn sie jetzt anders heißt. Meine, wo soll bitte schon dieses Waldstadion liegen? So. Die Schweden brauchen durchaus Geschick, um diese dänische Mannschaft zu überlisten. Regnen tut schon mal nicht, also ist das eine gute Ausgangssituation. Für beide. Die Partie vom 17. November nicht im Fernsehen zu sehen, allerdings als Zusammenfassung auf RTL Nitro. Nämlich die Zusammenfassung von allen Partien, die nicht gesendet worden sind. Und ich weiß nicht, NTV? Kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Ja. Aber jetzt mal was Positives. Ich meine, ich habe RTL ja schon ziemlich gedisst. Ich finde es auf jeden Fall toll, dass sie wenigstens mehrere Lizenzen erwerben, damit man auch was von den Playoffs hat. Ich meine, das Ganze ist ja auch sehr teuer, solche Übertragungen.
So, soll dir nichts passieren, dann ist Dänemark bei der Euro dabei. Am besten vielleicht noch ein Tor erzielen. Wenn es den Heimvorteil wirklich gibt. Gesehen haben wir ihn nicht. Bisher noch nicht. Alexej Borowski aus Russland leitet die Partie. Endlich mal Europäer. Aus faktischer Richtigkeit. Ob man das so nennen kann. Ja, die Dänen. Jetzt wirklich als Danish Dynamite. Hoffentlich bedeutet das keine roten Karten. Sieht ja immer sehr kritisch aus. Aber die Schweden in ihrem Auswärtsdress gefallen mir da doch schon sehr. Auf jeden Fall schon mal eine hübschere Partie als die letzte. Rein vom optischen her. Vom spielerischen kann das gerne noch ein bisschen besser werden. Die letzte Partie war jetzt nämlich nicht der Kracher. Ein Elfmeter, mehr nicht. So, was gibt's jetzt hier? Ein Elfmeter, ich weiß es nicht. I don't know it. Weil man kann ja das Spiel so konfigurieren, dass es praktisch keine Regeln gibt. Aber ein gutes Fußballspiel braucht halt nun mal Regeln. Selbst wenn alle nicht gut verstanden sind. So, es gibt Freistoß für Schweden. Schweden muss den verwandeln. Schweden muss jede Situation nutzen, weil sie wissen ganz genau, dass sie im Haben liegen. Und das war eine Chance, wenn auch nicht sauber ausgeführt. Der gerät dann schon ein bisschen in Stolpern. Klaas geht hier hektisch zu. Es ist ein Playoff. Aber es gibt wieder eine Ecke für Schweden. Und die geht übers Tor. Oder rundet das Ganze halt ein bisschen ab. Wir sehen es hier nochmal. Sie geht übers Tor und wird dann vom Netz abgeprallt. Wendet sich vom Tor praktisch ab. Und da ist das Tor, da ist das 1:0 für Dänemark. Das bedeutet, Schweden braucht 2 Tore und dadurch gibt es keine Verlängerung. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Sehr clever gespielt von Dänemark. Vielleicht ist das schon der entscheidende K.O.-Moment. Denn Dänemark braucht jetzt ganze 3 Tore. Ah ne, 2 Tore brauchen sie nur wegen der Auswärtstorregel. Aber es spricht alles in diesem Moment für Dänemark. Und das bedeutet doppelten Druck für die Schweden. Das freut mich natürlich, dass es jetzt nicht in die Verlängerung geht. Und so würde ich es mir auch irgendwie wünschen, dass sich Dänemark und Norwegen qualifizieren. Eigentlich ist es beiden vergönnt. Beide hatten halt nur unglaublich Pech in ihrer Gruppe. Aber muss auch wirklich Chapeau an Albanien und an Russland aussprechen, wie die das wieder mal gemacht haben. Beziehungsweise wie es Albanien gemacht hat.
So, und jetzt die nächste Gelegenheit und die geht auch noch rein. Ja, was ist denn das? Jetzt braucht Schweden schon 3 Tore. Ich glaube, das ist so gut wie besiegelt. Ein nicht so ganz gutes Auswärtsspiel mit einer einzigen guten verwandelten Chance. Und dann auch noch die 2-0-Führung im eigenen Stadion. So, damit steht es nach beiden Partien 3-0. Dennoch reicht es Schweden, wenn sie mit 3 Toren durch die Auswärtstorregel weiterkommen. Aber diese 3 Tore müssen erstmal her. Die Schweden wissen ja, wie man was egalisiert. Nur langsam, aber sicher schwindet auch das. Denn in Playoffs ist das Ganze ein bisschen ernster. Haben wir schon 2 Tore kassiert. Und das dritte kann vielleicht noch kommen. Auf jeden Fall nutzt Dänemark jede Chance. Was bei Schweden eindeutig fehlt. Ansonsten sehen wir noch ein spektakuläres Spiel. Sollte es noch die 3 Tore geben, die erforderlichen 3 Tore. Ibrahimovic erkennt man relativ gut, alle anderen nicht. Wenn man sie nicht kennt, kennt man sie nicht. Und nach 30 Minuten steht es 2-0 für Dänemark, nicht für Schweden. Die anfangs ein paar gute Chancen hatten, das Ganze hier zu egalisieren. Aber ansonsten fehlt es einfach an etwas. Einfach an der Treffsicherheit. Man kann es eigentlich nur auf die Treffsicherheit schieben. Wenn die Dänen jetzt noch das 3-0 machen, dann ist das eigentlich so gut wie durch. Und dann machen sie es auch noch. Das 3-0. 3 Tore innerhalb der ersten Halbzeit. Jetzt braucht Schweden 4 Tore. Ob das wirklich noch vorkommt, ist eher unwahrscheinlich. Die Schweden lassen einfach alles durchgehen und können nicht mehr nach vorne spielen. Das ist so clever gemacht. Die Schweden versuchen es ja, aber sie sind nicht so schnell. Sie sind nicht schneller als der Gegner. Eine klare Sache. Eine bitterliche, zu klare Sache. Kron Deli hat den Doppelpack. Vielleicht wird sogar noch ein Hattrick. Denn hier ist für Dänemark definitiv alles möglich. Für Schweden ist jetzt leider die Endstation erreicht. Nachdem man in der Weltmeisterschaftsquali gescheitert ist, scheitert man auch hier zumindest in der Simulation. Das Ganze kann in Realität ganz anders aussehen. Clever abgewehrt. Und da sieht man mal wieder, wie wichtig doch das 1-1 gewesen wäre für Schweden im Hinspiel. Dann müsste man nämlich genauso viele Tore erzielen wie Dänemark. Doch hier muss man einen mehr draufpacken. Und das kann das Fatale sein. Dänemark dominiert die Partie auch wieder mit 20% mehr Ballbesitz. Da ist es schon irgendwie selbstverständlich, dass Dänemark jetzt führt. Es gibt 5 Minuten drauf. Auf diese erste Halbzeit des ersten Legs. Und es gibt nochmal Gelb. Oder war das nicht die erste gelbe Karte? Er kann sie gehen.
Das war sehr fies. Und es gibt eine Ecke für Dänemark. Wenn jetzt sich wirklich alles nochmal auswechselt in der zweiten Halbzeit, dann kann Dänemark, dann kann Schweden vielleicht doch noch was schaffen. Aber man glaubt es eigentlich beinahe nicht. 4 Tore Rückstand. Auch wenn es reicht, wenn man 4 Tore erzielt. Das war die erste Halbzeit, meine lieben Freunde. Und die Dänen freuen sich schon, dass sie eigentlich so gut wie gewonnen haben. Durch Kron Daly ist das Ganze abgeschlossen. Doch, wir wollen den Schweden noch die 45 Minuten geben, die sie verdient haben. Dadurch, dass sie dann doch noch irgendwie glücklich Dritter geworden sind. In Montenegro war klar dran. So, sehen wir den Ballbesitz. Der ist jetzt definitiv mehr auf Dänemark ausgelegt. Doch, wir wollen weitere 45 Minuten sehen. Das Ganze leckt ein bisschen, aber das kennt ihr ja. Vielleicht klappt es jetzt in die andere Richtung besser. Wer weiß. Wer weiß das schon. So, Dänemark wird, Schweden wird schon etwas gefährlicher. Aber man muss definitiv real sein, mit einem Tor ist es nicht gemacht. Man hat einfach viel zu viel in der ersten Halbzeit zugelassen und im gesamten Hinspiel. Ja, und dann geht es bei mir das nächste Mal wieder weiter mit der zweiten und der ersten Bundesliga. Mit den Partien Kaiserslautern gegen Frankfurt, die ich schon davor aufgenommen habe. Und das ehemals Zweitliga-Duell Ingolstadt gegen Darmstadt. Wird sehr spannend werden. Beide Partien gingen ja im letzten Jahr mit 2:2 aus. Doch, wir sind hier noch nicht ganz fertig. Es gibt noch knapp 30 Minuten für die Schweden, die Aufgabe zu schaffen, die mehr als 11 Männer erfordert. Und der Ball wurde abgewehrt. Dänemark kann sich definitiv jetzt einiges leisten lassen. Sie müssen aber konzentriert weiterspielen. Dann ist die EM für Dänemark drin.
Und da ist es, das erste Tor für Schweden. 3 to go. Ja, genau das sind diese Situationen. Die Schweden sammeln wieder Mut. Aber das reicht leider nicht. Es braucht 3 Tore. Selbst wenn man hier ausgleicht, kommt Dänemark durch das 1:0 noch weiter. In die Verlängerung kann die Partie nicht mehr gehen. Entweder schafft Schweden jetzt die 4 Tore oder mehr. Oder Dänemark kommt souverän weiter. Da gibt es auch Applaus von der Außenbank. Oder von der Bank. Ist ja nicht außen. Dennoch sehr unwahrscheinlich. Aber selbst dieses Rückspiel ist schon viel spannender als das gesamte Hinspiel. Beide Mannschaften spielen definitiv konzentrierter und wissen, worum es hier geht. Von den Pässen erst Schweden am besten, das kriegen wir gerade rein. So. Das war fies. Und es gibt noch knapp 15 Minuten plus Nachspielzeit, die vielleicht gar nicht so vielfältig ist, wie sich das mancher ausdenkt. So, Dänemark, Schweden. Schweden spielt nach vorne. Wird aber die ganze Zeit verfolgt von Dänemark. Der Ball wird abgewehrt. Jetzt ein guter Schuss, aber es hat nicht gereicht. Man hätte viel früher passen müssen. Und eine sehr, sehr, sehr kritische Szene doch. Der Torwart bekommt den Ball sehr langsam zugespielt. Dadurch, dass zwei schwedische Männer das Ganze abwehren. Oder abblocken, dass der Ball weiterrollt. So, es gibt einen Wechsel. Ob das was Großartiges daran ändert, an diesem Spiel, welches eigentlich praktisch verloren ist, weiß man nicht. Eigentlich, von den Minuten her, die noch zu spielen sind, ist es unmöglich, für Schweden da noch was zu machen. Die Playoffs sind einfach nicht die Spezialität von den Nordeuropäern, von den Skandinaven. Auch wenn es ja auf beide zutrifft. Man sieht hier eine Abseitsposition, da muss man natürlich sagen, trotz allen Bedauerns ist es ein Abseits. Vielleicht nochmal ein Kracher von Dänemark. Danach sieht es nicht aus. Die Dänen wollen jetzt einfach nur den Super-GAU vermeiden, der nicht eintrifft. Es sind noch 4 Minuten zu spielen. Und da freuen sich schon die dänischen Fans, die eigentlich ihre Mannschaft schon viel früher qualifiziert gesehen haben, was aber nicht gereicht hat. Doch jetzt, Hauptsache man qualifiziert sich als Gruppendritter über die Playoffs für Frankreich. Und war's das jetzt? Wie lange will man das jetzt noch ziehen? So, der Ball ist so gerollt und wäre beinahe ins Tor gegangen. Doch der schwedische Torwart verhindert das. Kann aber nicht verhindern,
dass die Partie an sich abgeschlossen ist. Es gibt noch einen Eckball von Dänemark. Also man kann jetzt offiziell sagen, für Schweden war es das. Nächste Gelegenheit, WM-Qualifikation. Der Abpfiff müsste eigentlich jetzt erfolgen. So, das war's. Dänemark siegt nach den beiden Spielen 4:1 gegen Schweden und qualifiziert sich zumindest in dieser Simulation für die Euro 2016 in Frankreich. Hier nochmal alle Tore und jetzt weitere Statistiken. Bevor ich euch verabschiede und wir uns in der Bundesliga wiedersehen. Also, Schüsse aufs Tor. Hatte Dänemark dann doch mehr. Komisch eigentlich. Ja gut, ein Ballbesitz war dann doch sehr ausgeglichen. So Leute, das war's also für diese Playoffs. Waren jetzt etwas längere Parts. Und ich freue mich wieder auf die Bundesliga, wo das Ganze dann nicht so kompliziert ist. Bis zum nächsten Mal und ciao!